Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So. Was zum Henker machst du eigentlich? Was macht der die ganze Zeit? Das ist ein bisschen strange, wie sich der verhält. Geht zuerst daher und geht dann daher, um die Ziegel zu holen. Stroh holen. Also Stroh gehen, Stroh nehmen. Töpferstation hinzufügen. Zu Ton gehen, Ton nehmen. Da steht Bewegen zum Brennofen. Ja, das gehört natürlich weg. Alter. Nein, ach komm. Daher. Oh, wir müssen so ein Ding holen. Wo genau ist der? Hier. Für den Kessel. Wo ist der Bro? Oh man. Der liefert nur zum Kessel. Hä? Das muss doch irgendwer gemacht haben. Dann machen wir jetzt einen neuen dafür, der genau das übernimmt. Die sind nämlich mittlerweile fast alle leer, außer der, weil dann alles verwendet wurde. Genau, das gibt er natürlich. Wir ersetzen jetzt nämlich auch gleich den anderen, sofern es geht. Der das eigentlich alleine machen. Stimmt, das war eigentlich blöd, denen die Schuhe zu geben. Wäre es, glaube ich, gescheiter gewesen, denen ein Hirn-Upgrade zu geben, weil das wir wahrscheinlich brauchen. Okay, komm. So. Blöd, das so zu machen, genau. Wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz anders. Gut. Das haben wir mal. Dann gehst du hier hin. Er ist eh schnell, weil zwei zu nehmen bringt ihm ja gar nichts, wenn er eh nach jedem Mal nachfüllen muss. Das ist eine große Range hier für diese Brennöfen. Ja, stimmt, hier lohnt sich's schon. So. Dann holt er wieder Stämme. Wir haben hier drei Öfen, deswegen lohnt sich das wahrscheinlich auch. Die haben jetzt schon. Draußen. Die müssen halt ein bisschen verarbeiten jetzt, bevor sie weitergeht.
wird es wohl gehen und hier nicht, oder was? Dasselbe. Damit kann er die schon mal versorgen. Hoffentlich. So, Ziegelcrafter. Stopp. Zuerst müssen wir das hier rübersetzen. Und schon bringen wir jetzt die noch hier irgendwo rein. Ja, die bringen wir hier ran. Ha, sogar angeschlossen. Schön. Warum einer, der die Teller macht? 8-mal tot. Fuck. Frag mich, wann wir neue Energie brauchen wieder. So, 8-mal. Bis Hände leer sind. Nehmen. Da hinein. Wo bringen wir die dann hin? Sagen wir mal hier hin. Das machst du bis... bis das hier eine gewisse Kapazität erreicht hat, und zwar sagen wir mal 40%. Jetzt wird es dann nämlich interessant mit dem Ton, ob der genügend abbauen kann. Wahrscheinlich nicht, so wie der ausschaut. Langsam, viel zu langsam. Zahn ein bisschen. Der kann doch schneller werden, aber der verbraucht jetzt jedes Mal 8 Ton, das ist schon ziemlich viel. Okay, aber wir können jetzt so den nächsten machen, der sich darum kümmert. Warum haben wir so viele Kisten hier stehen? Und den aktuellen Kellner müssen wir ebenfalls austauschen, weil da wird das gar nicht backen. So, Bäcker für den Bärenkuchen.
Der braucht aber auch Treibstoff. Jetzt können wir den anderen dann gleich aufs Aug drücken. Wo ist er? Das Problem ist, der hat jetzt dann schon keine Kapazität mehr. Deswegen scheint er den statt einem Speed-Upgrade wahrscheinlich dann ein Gedächtnis-Upgrade zu geben, damit er noch 8 Kilobyte zusätzlich bekommt. Und jetzt ist er voll. So. Du, Kollege. Kuchen nehmen. 8, das ist eher sogar schwer dann. Stärke-Upgrade. Nehmen. Und wir lagern es besser hier ein, weil dann betrifft ihn das nicht so sehr, wenn das schwer ist. Weil er wird sich sicher schwer tun. Ja, das ist so langsam ist er. Das heißt, der neue Kellner muss auf jeden Fall was drauf haben. Braucht also zumindest ein Stärke-Upgrade. Günstig, das Einser natürlich, ne? Das kann man schon mal machen. So, du bist ersetzt. Okay, wir sind da jetzt ziemlich leer, das ist gut. Zum Stehen erstmal, aber wir brauchen das momentan nicht. Ach ja, und nachher sammelst du die Schalen ein. Bis Sender voll sind und bringst sie hierher zurück. Das ist natürlich auch ganz wichtig, damit wir die nicht hier rumliegen lassen. Bis Sender leer und das auf endlos. Das kann dann weg. Genau. Passt. Denke ich mal, dass es passt. Forschung werden wir keine mehr haben, oder? Nö. So, was haben wir dann noch offen? Das Ernähren müssen wir noch machen. Okay, wir schalten den Kellner doch an, weil er muss ernähren. Kleidung, Unterhaltung, Landwirtschaft, Apotheke, Unterkunft, das kommt alles noch. Oh, das, die Häuser sind schon wieder so weit zum Fertig, zum Weiterbauen. Okay. Stein,
Haben wir jetzt sogar. Das ist sogar voll wieder. Nö, das war was anderes. Haben wir eben nicht. Weil die zu langsam sind mit dem Transport. Jetzt gehen wir schnell. So, dann können wir den Kellner ja jetzt ausschalten. Mr. Bro. Hier ist er. Anhalten, danke. Warum bist du... Warum leuchtet er grün, wenn er angehalten ist? Die anderen leuchten blau dann. So wie es eigentlich sein sollte. Du wirst jetzt zum... Vom Kellner zum... ja. Dann. Suchen. Nehmen bis Hände voll. Ablegen bis Hände leer. Go. Was brauchen wir jetzt hier? Holzbalken. Und zwar jede Menge. Die Schubkarre sollten vielleicht auch gegen den Karren dann austauschen einmal. Ja, sollten auf jeden Fall. Tragt viel zu wenig. Da warten schon wieder für Eimer, und zwar Mörtel und der Koch Marmelade. Wie wartet der darauf? Ach, wegen an Honig. Okay. Gut, das müssen wir kurz fixen. Eh nur einmal. Okay, pass auf. Du nimmst das von hier. Und Honig nehmen zum Kessel. Oh, nö. Shit. Okay, wir versuchen es einfach damit. Und fertig. Ist er schon unterwegs, oder? Da ist er. So. Mal schauen, was er macht. Er holt Honig. Packt ihn da rein. Holt den halt wieder. Aber ist egal, das macht nichts. Hauptsache, er braucht keinen normalen Eimer mehr. Geh komm, ich will auch. Das ist echt blöd, dass wir den normalen Eimer hier von Mörtel leider brauchen. Und wir haben keinen Ton mehr. Wer hätte das gedacht? Hoppla. Einfach die Produktion der großen Teller frisst halt dermaßen viel gleich an Ton. Ich meine, für 10 Teller braucht er fast eine komplette Kiste. Komm mit. Continue.
Streber. Gott. Wir haben viel zu wenig Ton. Das gehen wir mit. Was brauchen wir noch? Ziegel brauchen wir dann. Gut, das Ding entfernen wir dann. Können wir das irgendwie? Nee, toll. Man kann die nicht zerstören. Den Karren. Du musst auch weg. So, Kastenrahmen und zweimal Vertiefelung. Zwei Räder, zwei Pfähle, eine einfache Achse. Zwei Pfähle und zwei Räder. Haben wir die Räder hier irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Da haben wir gute Räder. Aber niemand macht einfache. Oh, doch, irgendwo müssen einfache Räder sein, weil wir brauchen das. Ah ja, hier. Wir brauchen das für die Roboter nämlich. Für die MK2-Roboter. Steine, die langsam vorangehen, weil unser Bro mit Wasser scheinbar schon wieder Schwierigkeiten hat. Ah ja, er hat schon wieder Schwierigkeiten, hätte das gedacht. So, 16 Ziegelsteine. Das reicht zumindest für ein paar. Später braucht aber ein ganzes Haus 16 Ziegelsteine. So. Ah ja, Mörtel können wir, glaube ich, damit nehmen, oder? Yes. Was interessant ist, weil eigentlich müsste es in einem Eimer, also gilt es doch eher als Flüssigkeit, das müsste doch dann in den anderen Tankwagen, oder nicht? Eigentlich. So, nehmen wir den Metalleimer dafür gleich mal. So, und jetzt brauchen wir was anderes. Achso, unser Mörtelmacher hat keinen Ton mehr. Tja. So, wir brauchen jetzt einen Kamin pro Ding, also vier Kamine. Der Part ist ja schon wieder zu Ende. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.